Bester Mann aller. Bester Vetter. Aber mich hat es heute echt nicht ins RP getrieben. Ne? Ich wollte unbedingt eigentlich so Samstagabend mal Leder nicht da, dann spiele ich auch RP. Ja, irgendwie Zeit so, ich wusste, wenn ich jetzt reingehe, dann habe ich bei jedem Typen gesehen, der Hunter ist da, dann will er sein Waffentraining. Und dann habe ich halt überhaupt keine Lust, mich mit der Thematik zu befassen. Hunter. Das war auch so gut. Ich erstmal tierisch angekotzt, weil ja, ich wieder so das Gefühl hatte, warum treffst du eigentlich immer mich? Und dann voll das schlechte Gewissen, weil er auch noch recht hatte. Scheiße. TÜV-Kacke, voll vergessen. Jetzt habe ich gerade erfahren, der Timo ist richtig pisst gewesen. Wegen was? Wegen dem Casino. Hat er jetzt eröffnet. Und die eigentliche Besitzerin. Und der hatte die vorher, also fangen wir an. Der hatte vorher gefragt, ob sie auch wirklich aktiv spielen. Ach, scheiße. Weil die Pausen ist ja nur zweite Hand quasi und die Emily Wilson war Besitzerin. Warum? Mhm. Weil das Script für das Casino 180 Euro gekostet hat. Okay. Da hat er gesagt, spielt ihr wirklich? Weil das sind 180 Euro, die ich da jetzt ausgebe für, ne? Genug Training. Jetzt wird und das ernst. Scheinbar hat die Wilson dann erklärt, ja, sie kann dann doch nicht mehr so oft ankommen jetzt. Also dieses Casino braucht aber jemanden, der es betreut und das aufmacht, oder? Ja, ja, Betreiber halt einfach. Ja, das läuft halt nicht von alleine. Okay. So, Pausen, jetzt hat die mir geschrieben, ja, die Eröffnung war so lala und halt gesagt, was war denn, also der Peter und außerdem ist hier jetzt die Chefin, die Wilson wollte, dass sie zum Barkeeper degradiert, weil sie nicht mehr die Zeit hat. Ich denke mir so, Alter! Und dann habe ich Timo gelesen, wie er es im Supportleitungs-Chat geschrieben hat. Alter, ist der ausgetickt. Okay. Er hat gesagt, zum Glück hat er den Text nicht geschickt als Antwort ja, 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 darauf. Ich sehe die Gewerbetickets halt scheinbar nicht mehr, deswegen konnte ich nichts zu sagen. Aber das Ticket, was sie gekriegt haben, war wohl schon hart, aber Kati hat wohl nochmal über Smiles Text drüber korrigiert, dass es nicht zu fies ist. Und T-Box hat gesagt, Scheißdreck korrigiert! Fick die doch, die hab ich am Arsch leckt! Ich hab 180 Euro ausgegeben und saß über 8 Stunden an dem Skript. Ja, das ist halt auch echt. Also, das ist halt so kernundankbar. Wir haben die ganze Zeit, ja, können wir das haben, können wir das haben, können wir das haben, weil es ist halt so übel Zeit investiert. Da saß du komplette Nacht bis morgens nur an dem einen Skript. Also, ja, ich hab auch nicht mehr viel Zeit jetzt. Ja, ich glaube, den Leuten ist nicht so gänzlich klar, was das eigentlich für eine Arbeit bedeutet, was da dahinter steckt. Ja, ja. Nee, die nehmen das einfach so, ja, ja, danke für eure Mühen, aber die raffen nicht, was dahinter ist. Auch in den Supportgesprächen, in den Mittelgesprächen war es nicht dabei, so. Da sind sie auch aufgeregt, so, ja, wir wollen mit Transparenz mehr Supportgesprächen. Wenn es einen Vorfall gibt, mehr Transparenz, sagt er, was wollt ihr mit mehr Transparenz? Sollen wir jeden an den Pranger stellen, der einen Fehler macht? So, sollen wir jeden, der mal einen Fehler macht im RP, sofort allen zeigen, hier, der hat einen Fehler gemacht oder was? Weißt du? Genau, Leute vom Server runter, nachdem sich zwei Tage lang der Support mit dem Vorfall beschäftigt hat, um eine faire Lösung zu finden, haben alle gesagt, ja, Lösung passt. Und dann sind sie vom Server runter. Weißt du, dann, also die haben es echt geschafft, dass der Timo inzwischen richtig schnell sauer wird. Oh. Das ist mal eine Leistung bei denen. Ja, auch im Support so, oh mein Gott, wir haben ihn versaut. Ich habe ja am Dienstag mich auch sehr, sehr lange mit der, die das Fabienne unterhalten. Der, die das Fabienne, ja. Man weiß ja nicht so ganz genau, was das jetzt ist. Ja, also sie hat sich im Forum auf die Mädels, habe ich gelesen, mal vorgestellt. Dass sie halt transgender ist. Ja. Mhm. Ja. Und. Nächstes Ziel entdeckt! Ja. Weiß ich, gibt's jetzt einen Artikel dafür oder weiß man nicht. Egal, Fabienne. Ja. Ja, wenn sie eine Frau sein will und so aussehen will, dann ist es sie. Also die. Okay. Also bleiben wir bei die Fabienne. Ja. Na, hat er auch sehr lange und breit erzählt, was ich dann für Probleme hatte auf dem Server, noch mit Lästereien und Kram. Er hat halt so ein bisschen erzählt, dass er halt erstmal so ein bisschen verschiedene Jobs eben ausprobieren wollte und war halt deswegen ständig irgendwo anders gewesen. Und verbündete Drohne ist in der Luft. Radarsuche wird gestartet. Irgendwie haben wir ziemlich viele Leute wohl über sie gelästert in verschiedener Hinsicht.
dass er jetzt mittlerweile nicht mehr so richtig Bock auf RP hat. Ja, und also Kram. Ja, sie wollte ihren Char sterben lassen und mit einem neuen einreisen. Ja, was ein bisschen wohl damit zusammenhängt, weil sie mit dem Char dann halt auch nur noch Probleme hatte. IC, was sich irgendwie zur Hälfte auch auf OOC übertragen hatten. Ja, aber ich hab das im Support gelesen. Also, die haben sich alle gefragt, was sie meint, weil von diesen ganzen IC-Gerüchten hat außer von ihr noch keiner gehört. Gut, das könnte vielleicht auch sein, das weiß ich nicht. Also, das, und, ja. Ja, also, du kannst deinen Charakter sterben lassen, aber dann hat sie das halt quasi sich durch einen Unfall ins Krankenhaus gelegt, dann erklärt, dass sie den Charakter sterben lassen will. So, und dann haben alle gesagt, wie jetzt, seine RP-Strang gebildet? Ja, sie ist im Krankenhaus. Und du kannst halt nicht einfach ohne das sofort sagen, wenn du es schon durchgespielt hast. So. Mhm. Deswegen, der Tag vorher sagen müssen, ey Leute, ich habe vor, beim nächsten Unfall mein Charakter draufgeben lassen von mir aus. Irgendwie sowas. Ja gut, das Thema hatten wir dieses Jahr auch gehabt, dass er auch gesagt hat. Der Timo war auch halb dabei gewesen. War ganz praktisch. Weil wir dann nämlich auch das Thema hatten, dann... Ich habe ein bisschen mitgelesen im Bild. Auch, okay. Ich versuche bei sowas ja, das ist ja einfach auch mein Charakter, so neutral wie möglich zu bleiben. Ich finde so Sachen dann halt auch immer schwierig, weil man dann halt auch nur eine Seite kennt. Ja. Ich weiß jetzt nur ihre Geschichten, was da alles vorgefallen sein soll, grob umrissen, habe aber keine Ahnung. Grundsätzlich kann sie den Charakter ändern, wenn sie das will, aber es ist halt ein RP und da muss man halt auch damit klarkommen, wenn Leute halt deinen Charakter kritisieren, den du da spielst, weil du spielst einen Charakter. Das überträgst, ist, machst du den Charakter zu sehr real life und überträgst das dann für dich, ist das dein persönliches Problem. Ja, das ist genau, das Thema hatten wir auch. Ziele aktualisiert. Weiter zum nächsten Standort. Das wurde ich ja auch schon gefragt, wegen meinem Waffentraining, weil ich mich da beschäftigt habe, ob ich im Real Life was mit dem Militär zu tun habe. Ich sag, Scheißdreck habe ich, Elektromäßig. Achso. Also, deswegen, ich hatte überhaupt nichts mit zu tun. Aber das ist Absicht damit, dass ich kein Elektromeister spiele. Also, die können sagen, was ich wollte. Ich heiße weder Smith, noch komme ich aus Texas, noch bin ich Polizist oder Militär. Wenn ich aber halt einen diversen Charakter spiele oder einen homosexuellen oder einen transgender Charakter, bin das auch in Wirklichkeit und werde dann im RP dafür kritisiert oder angemacht, dann übertrage ich das logischerweise ins Real Life. Also, ja. Dass man sich halt überlegen, ob das die aus der Entscheidung ist, das einzubringen. Über mir sind irgendwie viele Gegner, aber dann abspringen. Ja. Ja, sowas ist nicht leicht. Ja, die Entscheidung muss jeder für sich treffen und du kannst dich halt im Nachhinein dann nicht darüber beschweren, weil überlegen, spielt man noch IC, wenn da jemand sagt, oh, Cops, ah, Bastards, darf ich das auch nicht persönlich nehmen. Also, ja, kannst du ja nichts dafür, dass es so ist. Kohli könnte das persönlich nehmen. Ja, deswegen dürfte er aber halt auch nicht. So, das wäre zum Beispiel das. Wenn Kohli jetzt Polizist spielt im RP, weil ich kenne mich aus, dürfte er einen All Cops Bastard auch nicht persönlich nehmen. Oder scheiß Bulle. Richtig, würde er auch nicht. Nee, aber ich sag's dir, das wäre genau dasselbe. Das eine ist jetzt halt aus einer sexuellen Ausrichtung, das andere aus einer beruflichen. Aber das ist halt genau die Thematik. Und deswegen würde ich nie was Namen mir echt vom Charakter von mir aus, das ist näher zu spielen, aber nicht von der Persönlichkeit her. Das Smith ist ja auch ein netter. Ja. Der hat auch keinen Assi. Deswegen, wenn ich Crime spielen würde, würde ich ja so Dr. Schulz mal fluchen. Weil ich immer noch höflich sein will. Ja, das habe ich ja, den Spaß hatte ich ja, als wir uns mit dem Herrn Sagard auf dem anderen Server gekloppt haben. Weil mit dem seine Unverschämtheiten so quer gegangen sind, dass mich das sogar ein Stück weit OOC getriggert hat. Was in dem Moment nicht schlimm war, weil ich ihn dadurch richtig hart und emotional zur Sau machen konnte. Und zwar dadurch halt auch einfach authentisch. Weil es mich halt echt getriggert hat, wie der mit... Ja, ich nähere mich dir. Mich tatsächlich getriggert hat, wie der mit uns umgegangen ist, aber... Ich hab halt dann die Professionalität, das danach abzuhaken. Ja, das nehme ich halt im Fido nicht übel. Nee, IC war das schon so ein richtiger Wix-Move. Ja, IC war echt stinksauer, aber... Es war schon schön, dass der Gorski durch den Bitch-Move vom Sagat sich den Teller mitnehmen konnte.
den Zaun mitnehmen konnte. Mhm. Ich vergleiche mir mal wieder, was jetzt so in dem RP so abgeht mit meinem Herrn Vetter und was beim Herrn Zorn war. Und ich denke mir zwischendurch immer wieder, irgendwie fehlt da was. Weiß ich. Im Gesamten war beim Herrn Zorn immer Action gewesen, was da immer abgegangen ist. Und auf dem Server ist irgendwie immer nur... Ich treffe nie jemanden, ich bin immer nur einsam. Weiß immer nicht, wo die alle sind. Ach Gott, was meinst du, wie viele Tage ich schon hier streife, hier fahren über uns? Wie weit über uns? Eventuell gerade. Ich den Kartoffel da oben auf dem Gebäude. Als Kopf fährst du halt auch manchmal stundenlang streifen und siehst keinen. Ja. So, weißt du? Du kannst halt auch kein Sozial-RP suchen. Der wurde auch schon einmal vorgeworfen, also was heißt vorgeworfen, weil der Johnny meinte so, ah ja, Hendrik denkt dran, als kommt nicht so viel Sozial-RP. Ich so, muss ich am Arsch lecken. So, wenn da irgendwie, da war ein Rennen und ich bin da hinten, hab mich mit den Leuten unterhalten. Ich so, Kontakt! Auf meinem Dach ist der Gegner. Ja. Und da habe ich ja gesagt, als Kopf würde ich das genauso machen, ich würde mich mit den Leuten unterhalten, um so ein Gefühl für die Menschheit zu kriegen, weißt du? Scheiße, da ist noch ein anderer. Der immer noch über mir? Ja, aber da war noch ein anderer. Ich musste jetzt von meinem Dach runter. Da kam noch ein Schuss von woanders her. Der hockt auf deinem Dach. Alter. Weil das kann eigentlich nicht von dem gewesen sein. Ey, das kam von dem hier den Ballon zünden sollen. Ja, dann nehmen wir noch über mir rum. Mhm. Der will, da kriegt man doch kein Geld. Das ist schon wieder gegen den kapitalistischen Gedanken. Ja. Ich außerhalb bin ich ein Blut gelaufen. Du hast geschossen. Jo. Ach, fuck. Ja, er hat mich erwischt. Aber nee, das muss jetzt der andere gewesen sein, weil das war nicht der auf deinem Dach. Der war keine klare Sichtlinie gehabt. Ne, definitiv nicht. Da ist noch irgendwo ein anderer. Der hat mich jetzt auch gefinisht mit einem Schuss. Ist noch nicht von woher. Ja, ich schmeiße die Granaten hier rein. So unnötig, was sie da treiben. Achtung, du wirst von einem Komm schon. Die Halle hier mit Bananen. Das ist jetzt halt mit 300.000 hier. Ne? Achtung! Verbündeter Präzisionsluftschlag im Anflug! Findet und sichert Geld! Ein feindlicher Angriffshelikopter ist im Gebiet. Abschießen und Geld bergen! Auftrag gescheitert! Geben wir uns mehr Mühe! Ja toll, bin da auf. Ah, jetzt ist ja noch der Heli, naja. Ja, geil. Soll er die abschießen? Ja, deswegen schießt er auf dich, oder? Nee, er schießt nicht auf mich. Was schießt du? Ja, auf den Gegner, der ist genau vor meine Nase gesprungen. Da wird er wieder vom Heli gejagt.
Ach, das gibt's doch nicht. Wo kam denn der denn wieder her? Ach Mann, das kann doch nicht wahr sein. Ach Gott, ey. Aus dem Nichts taucht der plötzlich auf. Ja, ist im gelben Gebäude. Ja, jetzt ist er down. Ja, der mich gefinisht hat, ist down. Also ich habe einfach die Rüstung gebrieft. Der sieht schon gebrüllt. Na, schnell ist vom Heli erwischt worden durch Fenster oder so. Ja, den Heli abgeschossen. Ist irgendeiner lebt noch, weil die haben den Heli abgeschossen. Aber egal, jetzt ist eh gleich fertig. Hab einen. Der Feind springt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel achten. Wow. Okay, der ist erledigt. Ach Gott, nur Top 10. Hinterm Zaun. Tränengas ein. Ach, das gibt's doch nicht! Ach, was eine Nervensäge! Was eine widerliche Nervensäge! Die Sir sind kein Kapitalist. Idiot! Da hätten sie was Dummes gesehen. Und ich gucke RTL 2 Sendungen. Das hat ihm halt auch nichts gebracht, was er da getrieben hat. Außer, dass er heute Abend wieder einen Grund zum Wichsen hat. Heute Morgen. Es ist morgen.